Seit Anfang des Jahres müssen Restaurants oder Imbisstheken Essen und Getränke zum Mitnehmen auch in Mehrwegverpackungen anbieten als Alternative zum Einweggeschirr. Umweltverbände haben allerdings festgestellt, dass die Regelung mancherorts nicht umgesetzt wird. Um am Ende Müll zu vermeiden, müssen die Mehrwegschüsseln und Becher schließlich auch von Kunden nachgefragt werden. Hungrig muss hier keiner bleiben, im Wilmer Wunder in Köln. Das frische Essen wird auch zum Mitnehmen angeboten. Seit 3 Monaten müssen sie dafür auch Mehrwegbehälter anbieten. Das war aufwendig und wird kaum genutzt. Wir haben im Monat zwischen 600 und 800 Bestellungen außer Haus. Und wie gesagt, 2 bis 3, 3 bis 4 sind tatsächlich nur Mehrweg. Viele Gäste seien nicht bereit, einen Aufpreis für die umweltfreundlichere Verpackung zu zahlen, sagt der Branchenverband DEHOGA. Außerdem sei vieles für die Gastronomen noch immer unklar. Sie müssen viel organisieren. Die Politik hat einfach nur gesagt, alle sollen jetzt Mehrweg anbieten, ohne zu sagen, wie das eigentlich funktionieren soll. Und das führt natürlich zu diesen Insellösungen. Zu viele verschiedene Systeme und keine Kontrollen durch Behörden kritisieren Umwelt- und Verbraucherschützer. Zu häufig werde gegen die Mehrweg-Angebotspflicht verstoßen, zu wenig hingewiesen auf die Auswahlmöglichkeit. Da muss natürlich in den nächsten Monaten auch noch ein bisschen die Handbremse gelockert werden, mehr Kontrollen gemacht werden, auch unter Umständen Strafen verhängt werden, wenn Betriebe da völlig uneinsichtig sind. Um den Verpackungsmüll zu reduzieren, sei die Idee der Politik laut Verbraucherzentrale an sich gut, die Umsetzung aber viel zu umständlich. Auch deshalb stapelt sich noch immer viel Mehrweggeschirr überwiegend ungenutzt im Regal. Greenpeace will jetzt mehr Druck machen mit einem neuen Online-Portal, bei dem Verstöße gegen die Pflicht gemeldet werden können. Ja, und über diese Mehrwegpflicht haben wir heute ausführlich mit Thomas Fischer gesprochen. Er ist Fachmann der Deutschen Umwelthilfe für dieses Thema. Und mein Kollege Michael Paveletz hat ihn als erstes gefragt, wie seine Organisation bei ihren Testkäufen eigentlich vorgeht. Wir arbeiten im Grunde genommen einfach als normale Verbraucherinnen und Verbraucher. Wir gehen in die Filialen rein und schauen uns sehr genau an, wie wird Mehrweg beworben, kommen Verbraucherinnen und Verbraucher an ihre Informationen, dass überhaupt Mehrweg angeboten wird, wie wird erklärt, wie das funktioniert. Das ist zunächst mal ein ganz wichtiger Punkt. Und dann schauen wir uns an, gibt es überhaupt Mehrweg? Kann ich mein Getränk, meinen Kaffee oder mein Risotto tatsächlich in Mehrweg bestellen? Das ist ja vielfach nicht möglich und wird ignoriert, wie wir festgestellt haben. Und am Ende ist aber auch ganz entscheidend die Praktikabilität des Mehrwegsystems. Das heißt also, handelt es sich um eine sogenannte Individual- oder Insellösung, bekomme ich Mehrweg, was ich auch nur leider da zurückgeben kann. Das wäre die schlechteste Lösung, wo ich mir das Essen oder das Getränk bestellt habe. Und dann schauen wir natürlich noch da drauf, gibt es finanzielle Anreize zur Mehrwegnutzung, weil durch die Mehrwegangebotspflicht soll ja vor allen Dingen die Leute bewogen werden, die bislang auf Einweg gesetzt haben, umweltfreundlichere Mehrwegverpackung zu nutzen. Und ohne einen finanziellen Anreiz wird das nicht funktionieren. Nun haben Sie dabei auch Verstöße festgestellt. Welche Fälle waren für Sie da besonders gravierend? Insbesondere die großen Unternehmen, und da reden wir über große Namen wie Edeka, Rewe oder auch Starbucks. Dort haben wir immer wieder festgestellt bei Testbesuchen, dass entweder an der Salatbar, so wie das ja vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist, keine Mehrwegschüsseln vorhanden waren, dass Mehrwegbecher zwar angeboten worden sind für Getränke, aber mit Einwegplastikdeckeln, auch das ist gesetzlich nicht erlaubt. Und wir haben dann, wie gesagt, in einigen Bereichen Mehrweg schlicht nicht vorgefunden. Da gab es einfach nichts. Und die Unternehmen können sich nicht darauf zurückziehen und argumentieren, jetzt haltet doch mal die Füße still. Das muss sich erst mal alles einruckeln und einspielen. Das gilt ja erst seit dem 01.01.2023, die Mehrwegangebotspflicht. Die Unternehmen, die Gastronomiebranche hatte über ein Jahr lang Zeit, sich vorzubereiten. Die Mehrwegpflicht ist nicht vom Himmel gefallen. Diese Zeit hat man nicht genutzt und deshalb muss man sich die Kritik jetzt gefallen lassen. Herr Fischer, Sie haben auch rechtliche Schritte gegen solche Unternehmen unternommen. Welche waren das? Wir werden jetzt Klagen einreichen vor den entsprechenden Landgerichten gegen Unternehmen wie Starbucks, Rewe, Edeka oder auch die Gastronomiegruppe Jormas. Wir werden das nicht akzeptieren, dass die Mehrwegangebotspflicht, die extrem wichtig ist, weil wir reden hier nicht von kleinen Verpackungsmengen, sondern pro Jahr 5,8 Milliarden Einwegbechern.
wurden mehr als 6,4 Milliarden Wegwerfessensboxen, die sehr häufig in der Umwelt landen. Und das darf in Zukunft nicht mehr passieren. Und deshalb brauchen wir Mehrweg. Und Unternehmen, die sich nicht an diese Mehrwegpflicht halten, werden wir auch verklagen. Es ist aber so, dass das eigentlich nicht die Aufgabe von Verbraucher- und Umweltschutzverbänden sein sollte, sondern von den Bundesländern, die für den Vollzug verantwortlich sind. Dort wird die Arbeit noch nicht gemacht. Und deshalb von unserer Seite die ganz klare Aufforderung an die Bundesländer, endlich für einen konsequenten Vollzug dieser Mehrwegangebotspflicht Sorge zu tragen und Verstöße zu sanktionieren. Also Kritik von Ihnen nicht nur an den Unternehmen, die da gegen die Regeln verstoßen, sondern auch an den Bundesländern, wenn ich Sie richtig verstehe. Herr Fischer, aber wie sieht es denn aus mit den Verbraucherinnen und Verbrauchern? Gehen die denn diese Kultur der Mehrwegverpackungen wirklich mit? Ich denke, die Verbraucherinnen und Verbraucher wollen weniger Einwegmüll. Ich habe noch niemanden kennengelernt und von noch niemandem gehört, dass er mit dem Müll, der insbesondere in oberen Ballungsgebieten auf öffentlichen Plätzen und in Parks zu sehen ist, dass das gewollt ist und dass das jemand gerne sieht. Und deshalb ist das Anliegen, weniger Müll zu produzieren, glaube ich, eins, dem sich alle Verbraucherinnen und Verbraucher anschließen können. Und wir kennen insbesondere aus dem Bereich der klassischen Getränkeverpackung Mehrwegflaschen schon seit mehreren Jahrzehnten. Und diese Art der Wiederverwendung von Verpackungen und auch der Umgang vom Mehrweg ist vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern schon vertraut. Und deshalb gibt es ja sehr gute Anknüpfungspunkte, Mehrweg auch in der Gastronomie zu etablieren. Das funktioniert bei dem einen oder anderen Gastronom mit den Mehrwegbechern auch schon recht gut. Und das wird inzwischen immer häufiger von Verbraucherinnen und Verbrauchern angenommen. Bei den Mehrwegessensboxen müssen sich viele Verbraucherinnen und Verbraucher auch daran gewöhnen. Aber die Verbraucher werden diese Systeme nur nutzen, wenn sie unternehmensübergreifend einheitlich angeboten werden, wenn der Handel zusammen an einer Mehrweglösung arbeitet, wenn Einweg teurer gemacht wird, wenn man also finanzielle Vorteile hat, wenn man Mehrweg nutzt und wenn auch entsprechend Mehrweg beworben wird. Wenn der Handel das anbietet und Mehrweg praktikabel ist, dann werden die Verbraucherinnen und Verbraucher das auch gerne nutzen, solange die Mehrweglösungen schlecht sind. Und dafür ist der Handel verantwortlich, werden die Leute da eher einen Bogen drum machen. Und das wollen wir ja nicht. Herr Fischer, eine ganze Menge Voraussetzungen, die da erfüllt sein müssen, mal ganz realistisch betrachtet. Glauben Sie, Mehrwegkultur, das ist in unserer Gesellschaft in ein paar Jahren völlig normal? Ich glaube, dass Mehrweg in wenigen Jahren so selbstverständlich sein wird im Gastronomiebereich wie heute die Mehrwegflasche im Getränkebereich. Wir werden da hinkommen. Die Frage ist nur, wie schnell kommen wir dahin und welche Widerstände müssen überwunden werden. Und wir sehen momentan, dass die Gastronomiebranche einen regelrechten Abwehrkampf führt. Mehrweg wird angeboten, aber eher alibimäßig. Es ist nicht gewollt, weil Mehrweg zusätzliche Arbeitsschritte bedeutet. Das möchte man sich ersparen. Einfacher ist das Angebot von Einweg. Und deshalb muss die Politik hier an dieser Stelle nachsteuern. Die Leute brauchen einen finanziellen Anreiz, um von Einweg auf Mehrweg zu switchen, weil wir festgestellt haben, im Handel wird Mehrweg nicht günstiger angeboten als Einweg. Muss der Gesetzgeber dafür sorgen, dass genau das passiert. Deshalb fordern wir von Umweltministerin Steffi Lemke eine Einwegabgabe von mindestens 20 Cent auf Einweggeschirr. Und dann fällt es vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern deutlich leichter, von Einweg auf Mehrweg zu gehen. Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe. Vielen Dank. Gerne.